Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Mary und ich habe heute für euch ein Action Haul. Ja, in dieser Woche gibt es einen zweiten Action Haul. Ich glaube es selber nicht. Also es ist schon wie mein zweites Zuhause, ehrlich. Wieso ich eigentlich zum Action gefahren bin? Genau, ich halte hier schon was in der Hand. Aber ja, das zeige ich euch. Ich habe es endlich gefunden. Hatte ich nämlich am Mittwoch vergessen. Und zwar sind das diese Backofenhandschuhe. Jetzt muss ich mal gucken, heißt das überhaupt so? Ofenhandschuhe? Jo, Ofenhandschuhe. Wie immer schreibe ich euch die Preise da oben hin. Und diese hatten sie in zwei Farben. Einmal in diese Farbe und das andere waren das weiße? Nee, die waren nicht weiß. So Karamellfarbe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall heller. Und ja, ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal diese blauen. Ich hätte am liebsten rote gekauft. Aber blaue sind auch gut. Innen sehen die so aus. Nichts Besonderes, aber sehr günstig. Dann, wir waren ja beim IKEA jetzt erst vor kurzem. Und ja, da war ich ja da gewesen, weil ich unbedingt solche Glastassen, Teetassen haben wollte, aus Glas. Und die hatten auch drei verschiedene, nur leider haben diese nicht uns zugesagt. Und jetzt haben wir aber welche gefunden, die perfekt sind. Und die packen wir jetzt aus. So, die habe ich auch mega dick eingepackt. Und diese sehen so aus. Die sind echt perfekt. Und die waren auch mega günstig. Wir hatten ja welche gesucht, die halt ja höher sind. Und die bei IKEA waren halt so klein, ja. Wir haben halt so welche gesucht und nicht solche kleineren. Davon haben wir 4 Stück mitgenommen. Ich nehme die jetzt erstmal einfach mal hier raus, weil sonst mache ich die noch kaputt und stelle die mir ja ab. Ich bin nämlich so jemand, der dann alles auch fallen lässt. Wisst ihr ja, ne? In jedem Video fest fast immer was. Vor allem, wenn es so ein Haul-Video ist. Okay, Papier genug. So, dann bin ich hingefahren heute nochmal, nicht nur wegen dieser Handschuhe, denn das hätte ja auch noch bis nächste Woche gewartet. Grund dafür war halt, dass ich blaue Farbe brauchte. Und zwar meine Kinder und ich, wir haben so ein Häuschen aus Karton gebastelt. Die das IKEA-Video gesehen haben, bis zum Ende wissen, wovon ich rede. Und ja, er möchte unbedingt ein blaues Dach. Also bekommt dieses Häuschen ein blaues Dach. Und dafür habe ich jetzt blaue Farbe gekauft. Acrylfarbe. Und ja, ne, die sehen aber nur so aus. Ich hoffe, da kommen wir mit aus. Doch, ich denke schon. Ist ja nur das Dach und so groß ist es ja auch gar nicht. So, das durfte dann mit. So, ich zeige euch mal eben, wofür ich die blaue Farbe verwendet habe. Und zwar ist das hier das Dach. Vom Haus. Ich wollte jetzt nicht zu viel zeigen. Ja, es sind dann verschiedene Blautöne und das ist die Farbe, die ich jetzt bei Action gekauft habe. Und diese habe ich dann einfach mit weißer Farbe gemischt, damit ich halt verschiedene blaue Töne habe. Und ja, dafür haben wir es verwendet. So, man wollte unbedingt ein blaues Dach. Und damit es einfach nicht nur dunkelblau ist, einfach nur, ja, langweilig. Habe ich gedacht, vermischen wir das doch mit weißer Farbe und dann haben wir es so, wie ihr es gerade seht. Dann habe ich gekauft solche feuchte Tücher, Babytücher. Die kaufe ich sehr gerne da, die sind sehr gut und günstig. Dann, achso, noch was fürs Häuschen. Das fand er ganz cool. Ja, das sind solche, ja, ich zeige euch das einfach mal. Ne? Mit verschiedenen Farben. Und hier ist dann halt dieser Seil. Da sind aber verschiedene Farben drin. Und da könnte man dann die Farben raussuchen, die man möchte. Ist jetzt auch fürs Häuschen. Soll zwar nicht alles blau werden, aber ich glaube schon, dass wir jetzt hier blau nehmen werden. Vielleicht nehmen wir auch noch eine andere Farbe. Also es sind zwei verschiedene Blautöne. Ja, das ist dann auch wiederum cool. Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen rosa dazu oder grün. Das entscheiden dann die Kinder aber alleine. Und ja, war auch mega günstig. Ich meine, bei Action ist mal alles günstig. Nicht immer alles gut, muss ich sagen. Mal so nebenbei.
So, und jetzt zeige ich euch, wofür ich das nochmal verwendet habe. Das seht ihr hier, das sind die Farben, die dabei waren. Plus rosa, aber rosa haben wir jetzt nicht benutzt. Er wollte nur blau. Ja, meine Tochter hätte wahrscheinlich rosa genommen, aber die ist ja noch klein und deswegen, ja, so sieht das aus. Eine gute Wahl, finde ich. Sieht er schön aus. Ich dachte erst, wäre so grün, aber es ist so ein türkisblau. Ja. Passt auf jeden Fall zum Haus. So, und das hier sind die übrig gebliebenen. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Das ist so rosa, ja eher violett. Lila würde ich schon sagen. Und so, sind die gleich? Und ich glaube, die hier sind ein bisschen heller. Minimal. Einmal so und so. Dann haben wir hier diese Brasilianen-Mix gekauft. Hatte jetzt auch schon länger nicht, weil ich jetzt immer die anderen kaufe, wo immer nur diese hier dabei sind. Ja, aber hier ist der ganze Mix dabei und ich finde die auch sehr gut. Mein Mann, ihm schmeckt es auch sehr gut und die kaufen wir auch sehr gerne dort. Dann habe ich Binden gekauft, einmal für die Nacht. Komme mit dem wirklich sehr gut zurecht und deswegen kaufe ich die dort. Die sind günstig, meine 59 Cent oder was. Und ja, und für tagsüber dann diese. Ja, die durften dann mit. Dann war unsere Mayonnaise leer. Die habe ich dann nachgekauft und es war die letzte. Es war die letzte. Also ich habe so ein Glück bei Action, ehrlich. Es ist entweder ausverkauft oder es gibt immer nur ein, zwei Sachen von. Und dieser Action, wo wir hinfahren, der ist immer so befüllt. Das ist eigentlich nicht mehr schön. Ja. Auf jeden Fall zu empfehlen, nicht nur die Mayonnaise, sondern wirklich alle Soßen von Action. Ich liebe die Soßen. Wir haben wirklich sehr viele im Gebrauch und ich finde die einfach sehr lecker. Dann machen wir mit Getränke weiter. Einmal Arizona, irgendwie muss es immer mit. Davon habe ich aber jetzt auch wieder zwei oder drei. Drei mitgenommen. Dann habe ich diesmal ein Energy Drink mitgenommen, aber diesmal hier dieses blaue, das ist einfach, ja, nicht mit extra Geschmack, sage ich mal. Und dann habe ich nochmal Arizona mitgenommen, allerdings dieses grüne Tee mit Zitrus. Ich mag ja viel lieber hier dieses mit grüne Tee und Honig, aber der war leider ausverkauft. Dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich den mit, schmeckt ja auch gut und mein Mann mag den auch sehr gerne. Dann habe ich Trinklöcher gekauft, die trinke ich auch ziemlich gerne und diese mit Wassermelone liebe ich und die Kinder mögen es auch. Davon habe ich aber jetzt auch nur zwei mitgenommen, die kosten 44 Cent, das ist einfach mega unschlagbar, dieser Preis, ehrlich, woanders kosten die viel mehr. Und hier noch ein zweites, ja, die Kleine hat den Strohhalm abgepittelt und jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Hier drinnen ist er nicht, also ist er auf jeden Fall dort geblieben, im Einkaufswagen oder so. Ich hatte noch nachgeschaut, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich auch noch mal zwei nachgekauft. Ich meine, wir haben zwar noch welche, aber die sind so schnell leer und die sind vor allem auch beim Action schnell ausverkauft, sodass man wirklich hatte das schon mal, dass ich einen ganzen Monat keine heiße Schokolade gefunden habe. Dieses ist jetzt Classic, also dieses die dunklere, die ich auch sehr gerne mag, die ist wirklich immer ausverkauft. Also die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen und ja, jetzt habe ich halt die zwei mitgenommen. Sonst habe ich hier nur noch die Quittung und das war's. Ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass es diese Woche ein zweites Action Haul gab. Ich weiß, dass ihr diese Videos sehr gerne mögt und ich bekomme auch immer Anfragen am Montag schon, ob ich die Angebote habe. Also eigentlich eher Dienstag die bekomme ich Anfragen, ob ich die Angebote schon für Mittwoch habe. Aber wenn ich es euch mal jetzt verraten darf, ich kriege die Angebote manchmal sogar schon am Sonntag rein und für Mittwoch recht früh. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht dazu vielleicht mal ein Video drehe. Am Montag zum Beispiel, dass ich Montag mal ein Video drehe und euch einfach nur mal die Angebote dann hier so seitlich irgendwie einblende und erzähle, was es denn im Angebot gibt und was vielleicht für mich lohnt oder was ich kaufen werde, was ich nicht kaufen werde, was ich vielleicht sogar schon kenne. Und ja, vielleicht ist das immer interessant. Ich werde mir das mal überlegen
Und vielleicht mache ich das einfach mal, um einfach mal zu schauen, wie das so ankommt. Und dann kann man ja gucken, ob man das denn nicht vielleicht öfters mal macht. Ja, das war's zu dem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.